zu den Ereignissen des gestrigen Tages. Sascha Möllers ist ein sehr verdienstvoller Spieler von 1860 und deswegen ist es mir sehr wichtig, sehr transparent mit der gesamten Situation umzugehen. Fakt ist, es hat nie eine Suspendierung gegeben von Sascha Möllers und eine Suspendierung von Sascha Möllers stand auch nie im Raum. Was Fakt ist, es hat gestern ein Gespräch gegeben mit unserem Trainer Michael Köllner und mit Sascha Möllers und mit meiner Person, wo der Trainer ihm mitgeteilt hat, dass er aufgrund des Leistungszustandes, wie er ihn momentan und in den letzten Wochen wahrgenommen hat, gerade in der Verbindung mit seiner Führungsrolle als Führungsspieler, ihn in den nächsten zwei Spielen nicht in den Kader nehmen wird und ihn nicht in der Verfassung sieht für die nächsten zwei Spiele. Aufgrund dessen, ja, ich dann die Vereinssicht noch dazugegeben habe, die im Prinzip mit den Gesellschaftern abgestimmt war, was in dieses Thema auch mit hineinspielt, dass ich Sascha nahegelegt habe, sich wieder ausschließlich auf den Fußball zu konzentrieren, hier bei 1860, und seine Nebentätigkeiten, wenn man so deklarieren will, als Kolumnist, als TV-Experte zurückzuschrauben und sich wieder ausschließlich hier ganz einfach auf die Leistung hier zu konzentrieren. Unser Trainer Michael Köllner hat dann vorgeschlagen, dass Sascha sich mit individuellen, auf ihn zugeschnittenen individuellen Programmen auch weiter in die Verfassung bringt, damit er ganz einfach wieder in der Verfassung ist, wie wir Sascha brauchen und wie wir Sascha ganz einfach kennen. Sascha hat das dann so aufgefasst, dass der Trainer mittelfristig überhaupt nicht mehr mit ihm plant, was nie zur Diskussion gestanden hat. Sascha hat das für sich so interpretiert und ich bin jetzt dabei, Lösungen zu suchen, bin im intensiven Austausch mit seinem Berater, um die Situation zu klären und hier eine Lösung im Sinne aller Beteiligten herbeizuführen. Aber ich möchte noch einmal betonen, Sascha ist nicht suspendiert und eine Suspendierung ist niemals im Raum gestanden. Zu Oli Bär. Bei Oli Bär ist die Situation so, vorweg möchte ich betonen, dass ich Oli Bär fachlich, inhaltlich sehr schätze. Mit ihm auch zu meiner Zeit, wo ich selber noch am Platz gestanden bin, sehr gut zusammengearbeitet habe. Ich es aber momentan so sehe, dass es der Mannschaft und Michael Köllner besser tut und einfacher ist, nur mit einem Co-Trainer zu arbeiten. Warum? Wenn du zwei Co-Trainer hast und ich habe selber jahrelang in Trainerteams gearbeitet, gibt es mehr Diskussionen, gibt es mehr Austausch vor einem Spiel, über einen Gameplan zum Beispiel, über taktisches Vorgehen und auch während 90 Minuten. Und ich glaube, dass es momentan für die Mannschaft wichtig ist, ganz klare Entscheidungsstrukturen zu haben, ohne viel Diskussionsbedarf. Außerhalb vom Spiel und im Spiel, und das ist sicherlich für Michael Köllner, mit einem Co-Trainer leichter zu handeln. Und deswegen wird Oli Bär jetzt ab dem nächsten Jahr hier im NLZ eine leitende Funktion übernehmen, die wir noch näher deklarieren müssen, aber es geht Richtung Übergangsbereich. Oli ist vor 1,5 Jahren bereits auf mich zugekommen, dass er sich sehr gerne in diesem Bereich zukünftig sehen wird und auch seine Trainerausbildung vorantreiben will. Und da werden wir auch gemeinsam eine Lösung finden. Aber das sind die Fakten zum gestrigen Tag und alles andere entspricht nicht den Tatsachen. So viel einmal zum Einleitung. Wie kam es dann dazu, dass trotzdem sozusagen das verlautet ist, Sascha Möllers wäre mitgeteilt worden, er solle nicht mehr zum Training kommen. Also es klang ja so, als wenn weder Sie noch Michael Köllner mit ihm selber gesprochen haben, sondern dass er mehr oder weniger an der Tür abgefangen und heimgeschickt worden ist. Also es ist genauso, wie ich es Ihnen gesagt habe, dass gestern, wie gesagt, Michael Köllner ihm mitgeteilt hat, dass er zukünftig, also jetzt die nächsten Tage, mit ihm mit individuellen zugeschnittenen Programmen arbeiten will, dass er sich in die Verfassung bringt. Ja. Und Sascha dann gesagt hat, pass auf, er interpretiert das so, dass Michael Köllner überhaupt nicht mehr mit ihm plant. Und ich jetzt, wie gesagt, mit dem Berater im beidseitigen Einvernehmen gesagt habe, es ist einmal zielführend, wenn Sascha jetzt überhaupt nicht am Mannschaftstraining teilnimmt und jetzt einmal ganz einfach ja, zu Hause individuell für sich ganz einfach sich fit hält. Und er hat dann die Möglichkeit, aber vielleicht nach der Winterpause dann wiederum zur Mannschaft zu stoßen. Also das ist nach wie vor angedacht. Das ist jetzt Gegenstand der Gespräche mit seinem Berater. Ja, und da muss man schauen, auf was für eine Lösung wir jetzt kommen. Fakt ist einmal, dass ich jetzt die Emotion rausnehmen muss aus diesem Gespräch. Weil Sie können sich vorstellen, dass zwischen Michael Köllner und Sascha Möllers das sehr emotional auch abgelaufen ist. Wir alle kennen und schätzen Sascha seine Emotionen. Ich schätze auch Michael Köllner seine Emotionen. Und meine Aufgabe ist es jetzt einmal in erster Linie, die Emotionen herauszunehmen und dann sachlich, fachlich auf eine Lösung zu kommen im Austausch ganz einfach mit seinem Berater. Aber wie kann man bevor wir jetzt zu sehr in die Fragerunde reinkommen, machen wir jetzt die drei individuellen Exklusive für jeden. Das war es schon von meiner Seite aus. Also gut. Wer will anfangen? Alex, fangen wir mit dir an, oder? Fangen wir mit Magenta an.
Ja, mich würde auch interessieren, wie ist es denn genau abgelaufen? Also Sie schildern das so total pfannenfertig, dass es eine gute Lösung gewesen wäre, aber der Spieler war ja komplett außer sich. Der hat sich auf Social Media geäußert, also das muss ja komplett katastrophal verlaufen sein. Wie ist denn das Gespräch abgelaufen? Ja, wie gesagt, dass Emotionen zum Fußball dazugehören und Emotionen auch in einem Gespräch auftreten, ist ganz normal. Aber wie gesagt, es war genauso, wie ich es Ihnen geschildert habe. Wie gesagt, Michael Köllner hat Sascha Möllers mitgeteilt, dass er momentan nicht in der Verfassung sieht für die nächsten zwei Spiele, in den nächsten beiden Spielen nicht auf ihn setzt. Und ja, dass er sich erwartet, dass er sich jetzt mit individuell auf ihn zugeschnittenen, ganz einfach Trainingsprogrammen in die Verfassung bringt. Was ich von Vereinsseite einfließen habe lassen, ich kann mich nur wiederholen, war ganz einfach, ja, dass er jetzt auch sich fokussieren soll, wieder auf die Kernaufgabe hier, mit seinen ganz einfachen ja, Tätigkeiten als Kolumnist und auch als TV-Experte für einen Sender und dass das sicherlich auch ihm gut tun würde von der Vorbildwirkung als Kapitän oder als Führungsspieler und ja, Sascha hat das dann so aufgefasst, dass ja, Michael Köllner überhaupt nicht mehr auf ihn setzt und das war von Anfang an überhaupt nicht so geplant und überhaupt nicht die Intention und geschweige denn, dass es eine Suspendierung oder sonst irgendetwas gegeben hat. Aber es kann doch nicht sein, dass es nur aufgrund der Nebentätigkeit und der mangelnden Fitness so weit kommt, dass ein Spieler das so auffasst, dass er gar nicht mehr willkommen ist. Da muss doch mehr vorgefallen sein. Es hat so den Eindruck dann bei Sascha offensichtlich erweckt. Emotionen sind subjektiv. Ja. Ich kann nicht in Sascha hineinschauen. Ich kann nur sagen, was sich gestern in einem Gespräch zugetragen hat. Ja. Und ja, ich habe auch ganz bewusst zu diesem Gespräch dann meinen Geschäftspartner in der Geschäftsführung dazu geholt, den Geschäftsführer im kaufmännischen Bereich, Marc Pfeiffer, um ganz einfach hier auch ganz einfach einen objektiven Verlauf zu haben und eine objektive weitere Person dabei zu haben, weil ich von Anfang an ja, mir erwartet habe, dass das Gespräch schon vielleicht in gewissen Emotionen ausartet, weil ich auch mitbekommen habe, dass es in den letzten Tagen viele Einzelgespräche zwischen Sascha und Michael Köllner gegeben hat. Und dann wollte ich hier ganz einfach ja, in einer größeren Runde ganz einfach die Dinge ansprechen und moderieren. Es gibt aktuell sehr viel Unruhe, auch um Ihre Person. Ihr Vertrag läuft ja auch aus und Sie müssten ja eigentlich jetzt demnächst Klarheit bekommen. Es geht ja auch um die Kaderplanung für das nächste Jahr. Fühlen Sie gerade noch Rückendeckung vom TSV oder haben Sie das Gefühl, dass auch für Sie bald Feierabend ist? Also Sie können mir glauben, das Letzte, mit dem ich mich beschäftige, ist mit meiner eigenen Vertragssituation. Wie gesagt, ich bin seit 23 Jahren in dem Geschäft und jetzt gilt es ausschließlich darum, sich auf die Mannschaft zu fokussieren, auf die nächsten zwei Spiele zu fokussieren und das Potenzial, das unbestritten in der Mannschaft drinnen steckt, weil vor der Meisterschaft haben 15 Trainer, die sich in der Regel sehr gut mit den gegnerischen ganz einfach Kaderzusammensetzungen beschäftigen, gesagt, wir können ganz vorne mitspielen und jetzt geht es einfach darum, sich voll darauf zu konzentrieren, dass wir dieses Potenzial und Konstanz endlich auf den Platz bekommen. Und wie gesagt, da habe ich mit einer ganz klaren Maßnahme jetzt auch Richtung Trainer, Trainerstaff und so weiter reagiert, um Dinge, Prozesse zu optimieren, die mir in den letzten Wochen aufgefallen sind. Ist ja nicht so, dass diese Dinge jetzt erst die letzten zwei Tage oder die letzten drei Tage in mir gereift sind, sondern diesen Eindruck hatte ich ja ganz einfach in den letzten Wochen, dass wir hier Dinge optimieren müssen, Prozesse, Kommunikationswege, Entscheidungswege im Trainerteam, ganz einfach, dass die schneller laufen müssen und dass es Michael Köllner gut tut, wenn er jetzt momentan nur mit einem Co-Trainer arbeitet. Also von dem her... Also das funktioniert sehr, sehr gut, ja. Und wir tauschen uns tagtäglich auf Augenhöhe aus und da gibt es überhaupt nichts zwischen uns beiden. Danke, Kurt.